Hallo, mein Name ist Bastian Davids vom Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele. In diesem Kurzreview für die Datenbank Games in der Erinnerungskultur der Stiftung Digitale Spielekultur schauen wir uns Valiant Hearts The Great War an und welche Bedeutung es für die Erinnerungskultur hat. Es ist unsere Pflicht, ihr Andenken zu ehren und sie niemals zu vergessen. In Valiant Hearts begegnen sich fünf Protagonistinnen an der Westfront des Ersten Weltkriegs. Der deutsche Bauer Karl, der nach Ausrufung der Generalmobilmachung im August 1914 im Elsass von seiner Frau und seinem Kind getrennt wird und sich der deutschen Armee anschließt. Sein französischer Schwiegervater Emil, der bald darauf auf der französischen Seite in den Militärdienst gerufen wird. Die belgische Sanitäterin Anna, die ihren vom deutschen Kommandanten entführten Vater und Wissenschaftler sucht, sowie der amerikanische, in Frankreich lebende Freddy, den persönliche Rachegelüste an Baron von Dorf antreiben. Außerdem lernen die Protagonistinnen den Hund Walt im Verlauf der Geschichte kennen, welcher ihnen helfend zur Seite steht. Trotz sehr unterschiedlicher Umstände geht es allen Charakteren in erster Linie um das Überleben des Krieges an der Westfront, indem sie Gefahren ausweichen und verschiedene Puzzle in der Spielwelt erfolgreich absolvieren. Das Gameplay ist trotz der gefahrenvollen Umgebungen größtenteils friedlich gestaltet. Beim Erkunden der einzelnen Level sind verschiedene Alltagsgegenstände zum Einsammeln versteckt, die kommentierte Einträge zur Alltagsgeschichte an und hinter der Westfront in einem separaten Menü freischalten. Dort finden sich auch auf das Kapitel bezogene historische Themenabrisse, die das Geschehen mit zusätzlichen Kontextinformationen einordnen. Valiant Hearts verwendet einen an Comics angelehnten Grafikstil, der die Figuren überzeichnet wirken lässt. Die Erzählung der tragischen Ereignisse erzeugt daher einen wirkungsvollen Kontrast dazu, sowie auch zum Fotorealismus diverser Ego-Shooter. Zusammen mit den gewaltfreien Spielmechaniken und dem Fokus auf das alltägliche Überleben der Frontsoldaten und Zivilisten der Heimatfront ist es eines von wenigen Spielen zum Ersten Weltkrieg, in denen es nicht primär um das Töten, sondern die Verarbeitung von Kriegserlebnissen durch betroffene Personen geht. Dabei werden die Sorgen und Nöte der Menschen durch Spielerinnen erfahrbar gemacht. Hier zum Beispiel begleiten wir die Sanitäterin Anna bei ihrer Suche nach ihrem Vater, der in Ypern lebt. Die Stadt erlebt allerdings gerade einen deutschen Gasangriff, sodass wir zunächst einmal Zivilisten aus Wohngebäuden retten müssen, bevor wir unserem Ziel näher kommen. Der zur Übertreibung neigende Comic-Stil sowie die absichtlich unrealistisch gehaltenen Puzzlespiele bieten beim gezeigten Grauen die Möglichkeit, eine gewisse Distanz zu wahren und sich nicht vollständig involviert zu fühlen. Einen ähnlichen Effekt haben humorvoll angelegte Passagen wie diese hier. Durch das Sammeln von leicht versteckten Objekten werden erläuternde Texte freigeschaltet, welche Kontextinformationen zur Alltags- und Kulturgeschichte passend zum Kapitelthema beinhalten. Die Einarbeitung dieses erweiterten Kontextes kann als Motivation für Schüler unterrichtlich fruchtbar gemacht werden, ist aber auch kritisch zu diskutieren. Die als Quellen erscheinenden Objekte und Fotos sind bestenfalls Sekundärquellen, welche wie Primärquellen verkauft werden. Außerdem ist die Autorenschaft der Kommentartexte nicht belegt und damit zu hinterfragen, wer sie denn nun geschrieben haben mag. Die Entwickler? Personen aus dem zitierten Archiv? Auch die Perspektivität des Settings bietet sich zur Dekonstruktion an. Ist es Zufall, dass sich ein Spiel eines französischen Studios ausschließlich mit der Westfront des Ersten Weltkriegs beschäftigt und viele andere Fronten damit unerwähnt lässt? Vor diesem Hintergrund ließe sich auch die karikaturartige Überzeichnung deutscher Soldaten und ihres Kommandeurs besprechen. Insgesamt bietet sich Valiant Hearts zum eigenen Erspielen im unterrichtlichen Kontext an, weil seine Spielzeit mit knapp 7 Stunden recht überschaubar ist im Vergleich mit den meisten digitalen Spielen.
Das erstmalige Durchspielen gibt rückwirkend zudem die Möglichkeit, einzelne Kapitel der vier Akte erneut zu erspielen, was für Stationenlernen gut funktionieren könnte, wenn die Lehrkraft das Spiel bereits selbst durchgespielt hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wenden Sie sich mit Fragen gerne an die Stiftung Digitale Spielekultur oder den Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und Digitale Spiele.